So, es fällt mir jetzt gar nicht so leicht, da den Übergang zu finden, weil ich auch Merit die ganze Zeit beobachtet habe. Das hat dich jetzt auch eben berührt, ne? Ja, klar, weil so Ungerechtigkeiten oder überhaupt, ja, was Menschen einfach, wozu sie in der Lage sind und wie viel zu bewerkstelligen ist, an was es alles zu tun gibt, ob es Klimawandel ist, ob es Rassismus ist, ob es, wie wir mit Lebewesen oder mit der Natur umgehen, ist es Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man das aufkocht, also man will das ja, man muss es ja irgendwie angehen, aber man wird so hoffnungslos manchmal. Das ist halt, das ist eigentlich auch fast eine Fortsetzung mit dem, was wir vorhin gesagt haben, die künstliche Intelligenz ist nicht das Problem, es ist das Problem derer, die es programmieren. Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Trotzdem, ich versuch's jetzt mal. Ja, gut. Wir haben es auch so ganz toll. Ja, aber, wir haben auch tolle Themen. Also, 7 Jahre und 15 Tatorte später geht es jetzt auf die Zielgerade. Es gibt noch drei? Drei noch, ne? Drei, die jetzt noch. Also einer wird jetzt am Sonntag 20.15 Uhr, darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Aber du bringst so viele spannende Themen mit. Also wir fangen erstmal damit an, was ganz aktuell ist. Weil du kommst gerade aus Frankreich zurück. Ja. Und bist am Renovieren, wie ich gehört habe. Wie läuft's denn? Ja, also ich stehe jetzt schon im Garten immerhin. Hm. Ah. Ich baue schon Gemüse an. Gut. Und Kräuter und so, ja. Zeig mal die Finger, weil das ist ja immer... Ist ja, ich habe gedacht, oh Gott. Du hast so toll lackierte Nägel und ich sehe aus wie... Und du machst die ganze Zeit, ich hab so völlig verranzte... Oh Gott. Nee, das ist ja super. Nee, das ist ja in Ordnung, weil du tust ja was. Das ist ja, gut. Was soll das sein? Ja. Also, ich fühle mich hier. Ich habe zwei kleine Kinder und gestern, als sie geschlafen haben, habe ich mir doch schnell nicht genommen. Kenza, vielleicht darf ich das noch mal ganz kurz sagen, weil das war eine riesengroße Aufregung vorhin. Du hast deine Schuhe im Zug liegen lassen. Ja. Hast du sie wieder jetzt? Nein. Deswegen habe ich die Tuss. Aber entschuldige, weil ich das sage, aber das spricht für so einen Computer-Nerd. Er lässt seine Schuhe im Zug liegen, also, oder? Nein, das spricht für eine Mutter. Meine Tochter ist weggekrabbelt und ja, ich bin natürlich zur Tochter gegangen. Dann mussten wir aufsteigen, sind wir ausgestiegen. Und da war, oh, okay, aber die Tochter war wichtiger als die Schuhe. Ja, das, aber ganz also, diese künstliche gut. Intelligenz hat da auch nicht geholfen. Das Handy hat nicht gesagt, denk an deine Schuhe oder sowas. Das wär's ja noch. Die Schuhe haben keinen Chip, aber du laufst hinterher. Noch nicht. Bald. Noch nicht. Also deshalb ist der Grund, weshalb deine Fingernägel nach Arbeit aussehen, weil du hast richtig im Garten gearbeitet, du renovierst in der Bretagne ein Haus. Warum gerade in der Gegend? Ich wollte immer nach Frankreich und ich war dann irgendwann mal vor einer Weile war ich dann mal meine erste Platte schreiben in einem Ort, dem wurde mir gesagt. Und dieser Ort hat mir so gefallen und dann habe ich überall gesucht, immer, also das Meer und Frankreich, das war klar. Und dann bin ich irgendwann wieder dahin. Und dann sagte eine Freundin von mir, da wohne ein Freund von ihr. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass so ausgerechnet in diesem Kaff irgendwie jemand wohnt, den man kennt, also den einer kennt in Berlin. Und das war aber so. Und das war dann so, wie als hätte ich meine französische Familie kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das wohl mein Ort. Wäre das auch für dich so eine Perspektive, dort ganz zu leben? Irgendwann? Also zur Hälfte bin ich da schon. Und ob ich gar, Berlin, ich weiß nicht, so ganz ohne. Aber als Kontrast ja ganz schön, Bretagne. Als Kontrast ist es... Ja. Killer, also besser geht nicht. Gut, bevor wir jetzt weiterreden und du ganz auswanderst oder auch immer, wir gucken noch mal auf tolle Station deines Lebens zusammen. Oh Gott. Ja, okay. Vorhang auf für diese Frau. Das Wort Zirkus bedeutet wirklich übersetzt nichts anderes als Kreis. Und rund läuft die Karriere der Berlinerin seit mehreren Dekaden. Gekonnt jongliert sie mit ihren vielen Talenten und meistert ohne Probleme den Spagat zwischen Filmgeschäft und Musikbühne. Mit dem richtigen Blick für Herausforderungen und einem Gespür für guten Ton spielt die schon seit langem Vogelbegeisterte sehr beflügelt Rolle um Rolle, ohne dass ihr die Puste ausgeht. In der Manese stand sie schon für Kleine Haie, Rossini, Comedian Harmonist, Tatort, Babylon Berlin und Fabian. Zu der mit Gold besetzten Anhängerin der Golden Twenties gehören auch Beckers beste Mutter Monika Hansen, Ziehvater Otto Sander und Bruder Ben Becker gaben ihr stets Halt. Eine echte Künstlerin. Hand drauf, Merit Becker. Dankeschön. Wahnsinnig, was man da in 50 Sekunden alles reinbringt an Bildern. Ne? Ja, wie viele Fotos? Ich bin auch kaum mitgekommen. Für Bilder? Also Babylon Berlin haben wir auch ganz kurz gesehen. Seit der dritten Staffel bist du dabei. Ich habe mich gefragt, du musst doch eigentlich stinksauer sein, dass es erst bis zur dritten Staffel gedauert hat, weil du bist 20er Jahre für mich. Ich sag mal, ich habe mich gewundert. Und irgendwann habe ich dann Tom mal getroffen, Tom Tückwer. Und der sagte dann, ja, eigentlich müsstest du ja auch mal mitmachen. Ist so, ja.
Ja. So, also, ja. Ja. Wenn einer, dann ich. Genau. Ja. 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 Ist aber auch toll. Also ist wirklich, wirklich. Ja, macht auch wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Das macht einen Heidenvergnügen. Mir ist fast egal, was bei rumkommt, weil das macht so Spaß in der Arbeit. Ja, es ist so aufwendig produziert und du machst das ganz, ganz groß. Und es gibt etwas, was man auch unbedingt noch empfehlen muss, wenn man auf diese Zeit steht. Fabian kommt jetzt auch in die Kinos, Erich Kästner oder nach Erich Kästner auf jeden Fall. Genau. Ist auch eine Rolle, die dir sehr am Herzen liegt. Von Dominik Graf ist er und das ist, der kommt jetzt auf der Berlinale auch. Also jetzt gibt es noch eine Publikumsberlinale, das war ja alles zu wegen Corona und jetzt kommt eine Publikumsberlinale, da läuft er. Und ich finde, es ist ein, also das sagt man selten, also ein Weltfilm, finde ich. Also es ist einfach so, ich bin so stolz und glücklich, da mitmachen zu dürfen, weil der so ein, also ein moderner, wilder Streifen. Also ich kann ihn wirklich nur jedem ans Herz legen, den zu gucken. Wo kommt eigentlich dein Fable her, so für diese Zeit, 20er? Weiß ich auch nicht genau, aber ich finde so, ich fand es halt so eine tolle Zeit, was so, weil so alles in Frage gestellt wurde und es wurde alles so, es war so Punk. Also Frauen, das fand ich bei meiner Rolle in Fabian also auch so schön, dass es so eine Frau ist, die, also die Emanzipation kam so auf, also die Frauen haben sich Haare abgeschnitten und angefangen, weiß ich nicht, Fluppen zu rauchen, das ist ja jetzt nicht toll, aber es ist so, mal auch sexuelle Befreiung durchaus dabei, man hat vieles genau, alles mal ausprobiert, alles in Frage gestellt, die Kunst hat man, Architektur, alles hat man irgendwie neu begriffen und angefasst und so, bis dann halt die Nazis kamen und alles in Grund und Boden gestampft haben, was Spaß macht und was toll ist und tot gemacht haben und kaputt gemacht haben und genau, und jetzt sind wir ja wieder in einer ähnlichen Zeit, deswegen ist dieser Film auch so aktuell, weil dieses siehst du Parallelen der 20er Jahre, wir sind ja wieder in den 20er Jahren. Also ich frage mich, wer sieht die nicht? Also ich finde, die ist wirklich, also bis hin zur Pandemie, es ist ja verrückt. Also ich glaube auch, dass die Party nach dieser Pandemie, wenn wir die ein bisschen im Griff haben, ordentlich losgeht. Wir müssen dann nur aufpassen, dass die Arschlöcher nicht wieder nach oben schwimmen. Also das fände ich gut. Das, Entschuldigung, excuse my French. Ja, da muss das mal kurz raus. Ist ja was muss ich mal kurz raus. Genau, dürfte ruhig klatschen. Das, das kann man noch so sagen. Ist das eine Zeit, die dich auch fasziniert, die 20er Jahre? Ja, klar. Ich würde da gerne mal vorbeischauen. Ja, dann möchte man. Ja. Hat man gerade nach Babylon in Berlin, finde ich, hat man noch viel mehr Lust, einfach mal kurz so sich da reinzubeamen in diese Zeit. Kannst du mir, ich meine, du bist ja warte mal, die Jüngste von uns, kannst du so mit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts was anfangen? Total, also was anfangen. Es ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig viel darüber weiß. Es ist nicht so, dass ich mich unfassbar mit den 20 Jahren beschäftigt hätte. Aber wenn ich halt genau sowas höre und so Geschichten höre und die Musik und die Klamotte und genau diese Rebellion, die du, von der du erzählst, also ist ja das Größte. So, es klingt ultra spannend. Gibt es da hier im Miniaturwunderland auch sowas, 20er Jahre so ein bisschen? Gibt es da was? Weiß es jetzt. Ich kenne es ja eigentlich ganz gut. Noch nicht. Aber also, weil ich weiß, ich habe die Bilder vor Augen. Es ist hier in den ein oder anderen, auch hier und da gibt es mal kitschige Szenen, da tauchen die 20er als kleine Hommage auf. Aber wir haben keine jetzt Szene, wo wir sagen, das sind die 20er. Aber sie finden statt auf irgendwelchen Partys oder wie auch immer. Hat irgendein Modellbauer oder Modellbauerin irgendwie eine Figur gebaut, die 20er angelehnt ist. Weil es ist natürlich auch eine interessante und bunte Zeit. Im Monaco-Abschnitt haben wir jetzt eine Ecke geplant, wo eine Kirche, eine ganz berühmte Szene, war Grace Kelly, glaube ich, in schwarz-weiß gehalten ist. Also extra mal die Farbe rausgenommen. Das heißt, wenn man da ein Foto macht, ist es tatsächlich so, wie man das von der Postkarte kennt. Kennt von damals. Da sind wir ganz gespannt, weil es ja eigentlich ein störender Fleck ist im Modell. Ja. Weil es mitten in dem farbigen Monaco dann eine Stelle schwarz-weiß ist. Da sind wir ganz gespannt auf die Reaktion. Lass uns auch noch über den Tatort sprechen, weil am Sonntag läuft der drittletzte von dir. Die erste Frage, als damals die Meldung kam, du hörst auf mit dem Tatort, ne? Habe ich gesagt, ey, mutig, weil für viele Schauspieler Tatort zu haben, das ist nicht nur 10 Millionen Zuschauer, sehr erfolgreich, sondern das ist auch eine Rentenversicherung eigentlich, ne? Ja. So, was hat... Ich bin so nicht gestrickt, das ist leider so. Also es ist doof, weil es wäre, wenn ich das weitermachen, wäre ich einfach altersversorgt. Das bin ich jetzt nicht. Ich bin jetzt auch mit Corona, war natürlich so, dass ich dachte so, oh was habe ich da gemacht? Damn, jetzt bin ich zu frei. Also weil sonst, ich mache auch noch Musik eben oder andere Sachen auf der Bühne und davon lebe ich halt auch. Und das Tatortgeld ist eigentlich in dieses Haus, in diesen Garten geflossen. Und das fällt jetzt natürlich alles weg und es ist jetzt so ein bisschen früh eigentlich fast wieder. Aber jetzt ist so. Jetzt kann ich nicht zurück. Ich habe einfach noch Sachen vor. Also ich habe Ideen im Kopf und man lebt ja leider nicht ewig und die muss ich jetzt irgendwie noch
hinkriegen. Die brauchen immer ihre Weile und ich bin nicht so schnell. Ich bin so ein bisschen, ich habe einen Schweizer Namen. Ich bin ein bisschen langsam. Wie bist du? Entschuldigung. Langsam ist richtig. Langsam ist richtig. Wie ist denn so eine Entscheidung für dich eigentlich gefallen? Ich weiß, damals, als du die Anfrage bekamst für den Tatort, da sagst du, hast du so mit Otto Sander ein bisschen für dich gesprochen. Und wie ist jetzt die Entscheidung gefallen? Mit wem kommunizierst du sowas? Oder ist das eine spontane Entscheidung? Du spürst, ich muss da jetzt raus. Wie fällt so eine Entscheidung? Ja, da überlegt man dann schon. Und dann bin ich irgendwie abergläubisch und habe halt gedacht, also da habe ich dann mit meinen Chefinnen gesprochen und habe dann gedacht, weil normalerweise machen wir immer 2 Jahre 4 Filme. Und da ich wollte aber ungerade. Und dann hat gesagt, 7 Jahre, 15 Filme ist doch eine feine Sache. Also dann müsste ich wieder so warten. Also ich bin, ja, mit, also das ist auch ein bisschen Schuss. Also, nee, gar nicht. Nee, kannst du nachvollziehen? Ja, finde ich super. Obwohl, du verstehst es mit den Zahlen, ne? So. Gut, wir wollen natürlich über den Tatort sprechen. Die dritte Haut. Die dritte Haut. Worum geht's? Das ist, die dritte Haut ist ja die, sind die 4 Wände, also die, das Wohnen. Und das geht um das Mieten, um Mietverhältnisse, sag ich mal. Gut, wir haben einen Ausschnitt und gucken mal rein. Okay. Ja, oh, bitte. Cool. Bin ich gespannt. Raus! 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 Los! Es drohen erneut Zwangsräumungen. Die Verdrängung geht weiter. Raus! Geht um Ihren Vermieter, Cem Şeyler, der ist tot. Echt? Wo haben Sie ihn gefunden? In der Georgistraße 37, das Haus, das Sie gerade Luxus sanieren wollen. Ihre Firma hat ja ein paar kuschelige Entmietungsmethoden drauf. Es blieb uns nichts anderes übrig. Wieso sind Sie eigentlich hergekommen? Das ist ja krass, der Satz, das ist mit dem Ausschnitt. Was ist denn? Pui. Naja, was war die? Bist du voll jetzt gespoilert. Ich durfte mir das nicht. Doch. Also ich darf das nicht, aber jetzt ist raus. Also naja. Nina und Robert kommen sich dann da doch ein bisschen näher. Aber lustvoll sieht ja anders aus. Also liebevoll, sagen wir, sieht anders aus. Liebevoll sieht ja anders aus. Lustvoll, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Geht ja vielleicht auch schon, wir wissen nicht. Wir wissen ja nicht. Wir wissen. Gut. Aber wer hat denn den Satz, sich ausgedacht, wie sind Sie eigentlich hergekommen? Also im Drehbuch oder ist das? Das stand im Drehbuch. Finde ich ziemlich cool. Das hat mir aber Spaß gemacht. Wie sind Sie eigentlich hergekommen? Gut, lass uns nochmal über diese Wohnsituation sprechen. Du bist ja Berlinerin mit. Das ist ja wirklich ein Wahnsinnsthema, was immer mehr Menschen betrifft. Kieze werden da komplett entvölkert, fast schon entsiedelt. Wie siehst du das? Ja, das ist also Kapitalismus ist ein Arschloch, habe ich dazu mal gesagt. Das finde ich wirklich. Ich finde ihn einfach in bestimmten Zusammenhängen, ob es Ernährung ist, ob es Wohnen ist, ob es bei Kleidung ist es auch. Also es gibt bestimmte Bereiche, da wird es einfach oder eben wenn ich dann so Affenhandel sehe oder es gibt bestimmte Bereiche, da ist einfach Kapitalismus hochgradig unmoralisch. So und in Berlin jetzt, also klar, ich war Kreuzbergerin über 20 Jahre, ich bin da nicht mehr, das hat auch damit zu tun. Viele Freunde sind weg, gerade meine Lieblingsbuchhandlung wird, Kisch und Co. heißen die müssen raus. Da wird das Haus für 35 Millionen soll das verkauft werden. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also was da für komische Deals, ich verstehe es nicht. Also es ist so, es übersteigt, also ich bin ja auch kein Politiker oder kein... Hab damit nichts zu tun, aber es gibt ganz tolle Wohnprojekte, also die entwickelt werden, wo diverses also Wohnen möglich ist, wo man sich Waschmaschinen teilen kann und so, also wo ökologisch gedacht wird und so im Stadtkern. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man da, dass diese Sachen vielleicht mal gesehen werden und wahrgenommen werden. Stefanie, wir kennen das jetzt aus den Großstädten, wir haben mit Hamburg ähnliche Probleme, sonst was ist das eigentlich in der Schweiz auch so ein Thema? Dass es keinen Wohnraum mehr gibt, keinen bezahlbaren Wohnraum, ich weiß es gar nicht. Also in der Schweiz ist ja alles wahnsinnig teuer. Es ist alles unfassbar teuer und ich finde das auch im Wallis, also all die Wiesen, in denen ich gespielt habe als Kind, da stehen halt nur Häuser drauf jetzt. Also es wird natürlich alles verbaut so. Leute wollen was Eigenes haben und es ist alles wahnsinnig teuer. Naja. Wie ist bei dir, Piet, wo du lebst, ist da auch, lebst du immer ich noch da? Ich wohne im Ruhrgebiet, da ist alles ganz ruhig. Naja, aber da ist doch Gentrifizierung auch ein Riesenthema. Bitte? Gentrifizierung ist kein Thema im Ruhrgebiet? Oh ja.
Ja, also ja. Ich höre nur aufmerksam gerade zu und muss das erstmal genau, ich wollte dich einbinden in dieses Thema und deine Meinung dazu wissen. Ja, nee. Sie fragt immer überraschend. Ja. Man muss aufmerksam sein. Man darf nicht zwischendurch wegnicken. Nee, damit auch keiner einschläft in dieser Runde. Ja, ja, ich hatte jetzt gerade hier diesen Filter. Deswegen die Band. Wenn du jetzt mehr Zeit hast, weil du Tag hast. Guck mal, jetzt wollte er was sagen. Entschuldigung. Ich wollte dich erlösen. Nee, bitte. Er braucht immer einen Moment. Mein Physiklehrer hat schon gesagt, ich wäre ein Spätzünder. Das stimmt auch teilweise. Jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Nein. Jetzt warte ich. Ja. Die Schweiz. Oh. Die Leute verdienen aber auch gut. Genau. So muss man ja auch. Also, ich finde schon eine Unfall. Wenn ich einen Brief. Ich habe jetzt das Buch auch, weil ich sehr viele Schweizer Freunde habe. Geschickt und bei der Post habe ich gesagt, Moment, da muss ich noch mal eben zur Sparkasse gehen, weil da kostet ein Briefumschlag 16 Euro. Ja, ist der Wahnsinn. Da dachte ich, da wird irgendwie noch was zugeliefert, denn bei... Also, Wahnsinn. Da hast du gleich Aktien bei Amazon gekauft. Das ist in Deutschland 2,70, aber gut, das ist jetzt... Anderes Thema. Aber es wird im Wallis jetzt gerade auch ganz schön fleißig rückgezont. Also sozusagen Baugebiet wird jetzt rückgezont, das heißt zu landwirtschaftlichem Gebiet, dass man es nicht mehr bebauen kann. Was natürlich auf der einen Seite total schön ist, ist aber für die Leute, denen das Grundstück gehört, auch echt hart dann. Mhm. Ne? Und schafft auch nicht gerade bezahlbaren Wohnraum für die, die es brauchen. Ne? So. Nee, also, was machst du denn jetzt eigentlich, wenn du jetzt plötzlich Zeit gewonnen hast, weil du dann nicht mehr im Jahr so und so viele Wochen Tatort, was sind jetzt deine Pläne? Das Haus machst du fertig, aber sonst? Aber ich mache sonst dann wieder mehr Musik zum Beispiel. Ja. Und da mache bin am Schreiben von und brüte. Ich brüte und irgendwann gibt's Eier. Aber noch nicht. Noch sind sie nicht. noch nicht im Anmarsch. Gut. Bootsführerschein? Bootsführerschein, ja, möchte ich irgendwann auch machen, ja. Auf Deutsch oder Französisch? Ja, wahrscheinlich auf Französisch, aber ich habe das neulich bei einem Freund von mir, habe ich reingeguckt, wie das aussieht. Der macht gerade einen und dachte so, ich glaube, ich muss das auf Deutsch erstmal einmal durchlesen und lernen, bevor ich das dann auf Französisch mir rauf... Das ist anspruchsvoll, habe ich doch gemerkt. Jetzt dachte ich so, Es ist immer wieder eine Freude, wenn du bei uns bist. Wir gucken am Sonntag Tatort 20.15 Uhr. Der drittletzte, leider mit dir. Dieser mit Masken übrigens, das ist interessant. Wie? Mit Masken? Mit Masken. Ja. Echt? Ah, ja. Wir spielen mit Masken. Wir haben uns früher, weil der Regisseur, Norbert Zerhal, ganz toller Regisseur, liebe Grüße, und der arbeitet so spontan und so. Und dann haben wir gesagt, das muss mit rein, weil man sonst die Leute im Hintergrund, also alle laufen ja mit Masken rum und so. Dann haben wir das mit Masken gespielt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt, wann das kommt. Ne? Also, dass man das so wirklich dann auch im Film sieht und spürt. Mhm. Spannend. Trotzdem hautnah, aber dann mit Maske. Ja, also aber auch mal mit ohne. Also wir haben auch Szenen gesehen jetzt schon, wo ohne Maske. Ja. Und auch unten ohne. Also das alles am Sonntag, auch hautnah, 20.15 Uhr. Vielen Dank. Danke auch.